Leute, seht euch mal die absolut faszinierende Wand an. Wie schief die einzelnen Schichten sind. Und da zum Beispiel sind sie ja mal so ein, wie so ein Halbkreis. War ursprünglich mal gerade gewesen. Weil der Kontinent Afrika gegen Europa knallt, verschiebt sich hier alles. Selbst massives Gestein. Aber jetzt zu dem Tunnel darüber. So Leute, wir sind jetzt direkt davor angekommen. Gleich als nächstes werde ich da hochgehen und mal da rein lurchen. Und seht mal, wie viel Eisenerz hier ist. Guckt euch mal das an. Da muss ich sogar mein Bier zur Seite stellen. Ja, es ist sogar nicht gerade leicht. Wie schön das glänzt. Zieh dir das mal rein. Ja, hat auch ordentliches Gewicht. Derb, Leute. Okay, jetzt da rein. Nein, vorher trinke ich mein Bier erstmal aus. Damit ich, falls ich da drin umkomme, dass ich möglichst gut gelaunt dabei bin. Ihr seht hier richtig das Flöz, was abgebaut werden sollte. Es steht natürlich senkrecht. Da sieht man, was das hier tektonisch einiges passiert ist. So Leute, und bevor ich jetzt da reingehe, trinke ich noch mal einen Riesenschluck von dem leckeren Bier. Yeah. Scholz. 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 Oh ja, hier wurde ein größerer Vogel gefressen. Guck mir, liegen noch die ganzen Knochen. Nicht, dass da denn ein Bären gibt. Der hätte den Vogel mit den Knochen gefressen, glaubst du es? Der hätte mir nur noch ein Stück Scheiße gesehen. Der geht tief rein, Leute. Oh, Jax, der geht tief rein. Leute, hier wird jetzt was los sein. Wenn ich mir das hier oben angucke, leck mich am Arsch. Ich wusste schon, warum ich nochmal einen großen Schluck Bier trinke. Also dann, Leute, wir gehen los. Ach, der geht nicht weit. Nee, das sind 10 Meter. Nackt. Oder was? Ja. Nee. Sogar mit Grubenspinne. Meinst du die hier? Hier ist auch noch eine. Oh ja, da hängt sie. Dann noch eine.
Hier noch einer. Ganz schön derb. Aber hier seht ihr richtig, das Eisenerz. Das war hier in einer kleinen Schicht drin und das haben die so abgebaut. Seht ihr das? Also gibt es nur eine Erklärung. Und zwar, hier das ist das Ende von einem Stollen und den Anfang. Der Anfang vom Stollen war unterirdisch, nur wurde der durch dieses, durch den Steinbruch vernichtet. Ja. Gut, Leute, das war jetzt trotz allem interessant. Nögt. So, Leute, zieht euch mal rein, was ich hier noch entdeckt habe. Altes Holzbrett, noch aus der Grubenzeit. Guck mal, wie weich das ist. Mensch, Meier. Das habe ich auch nachgelesen, dass oftmals da Bretter und Balken erschienen sind. Nach so einer Sprengung. Leute, die haben wir was Tolles entdeckt. So, jetzt raus hier. Nocktal. Hier wird noch ein Vogel gefriesen. Das ist so ein Mäusebussard. Oder ein Falke. Ja. Ja. Guckt euch so eine dicke Feder an. Da hat man früher einen kleinen Ritz reingemacht. Und dann war das ein Füllfederhalter. Tja, das waren noch Zeiten. Leute, absolut filthy. So, wir sind jetzt direkt hier runter marschiert. Wie ihr seht, da oben ist noch der kleine Stolleneingang. Da kommt man aber nicht richtig hin. Scholz. Jetzt sind wir unten beim Bagger. In der Hoffnung, dass da hinten an die Grube der nächste Stolleneingang ist. Aber das müssen wir erst herausfinden. Hier können wir jetzt noch mal einen näheren Blick hier runterwerfen. Oh yeah, da komme ich jetzt schon auf die Idee. Wenn das da kein Tunnel ist, kein Stollen ist, dann krabbel ich da rein. Da kann man schon fast stehen, ne? Eben. Das will ich sehen. Also Leute, dranbleiben. Wow. Tja, Leute. Leider negativ. Auch wenn da hinten noch ein paar kleinere Bohrlöcher zu sehen sind. Die Reste von den Sprengungen, weil ihr seht, die sind nicht tief drin.
Gut, dann probieren wir jetzt hierher runter zu gehen. Yeah.